gleich zu Anfang, 1950, entsinne ich mich ganz genau, da kam die sogenannte TASS-Meldung. TASS ist die russische Nachrichtenagentur. Und die verbreitete 1950, es gibt keine deutschen Kriegsgefangene mehr. Das war ein Schock für ganz Deutschland. Es gibt in Deutschland keine Kriegsgefangene mehr, nur noch verurteilte Kriegsverbrecher. Das konnte sich gar kein Mensch vorstellen. Alle dachten, das sind doch noch Tausende, aber Tausende, die noch nicht zurückgekommen sind. Und das verbreitete sich da im Lager und ich musste darüber berichten. Und das war schrecklich. Und dann das zweite auch schon 1950, das vergesse ich auch mein Leben nicht. Das war, als die erste organisierte Rückführung von Deutschen aus den unter polnischer Verwaltung stehenden deutschen Ostgebieten, so hieß das damals ja offiziell, zurückkamen, war die Operation Link. Operation Link. Dann wurden also Listen ausgetauscht, Rückkehrerlisten zwischen dem britischen Kommando und zwischen der sowjetischen Besatzung und polnischen. So, und nun kamen die ersten an und standen dann eines Morgens in Ahrenshausen, glaube ich, so an die 600 Rückkehrer oder Ausgewiesene. Die standen in Ahrenshausen an der Grenze. Und nun ergab sich aber, dass die Briten offenbar die falschen Listen bekommen hatten. Denn die da in Ahrenshausen waren, oder waren höchstens 20% standen auf den Listen, 80% standen gar nicht auf den Listen. Und die Briten sagten, Schluss, die kommen hier nicht rein. Nun stehen die Leute da drüben. Nun ging das Telefonieren hin und her nach Göttingen. Das ging dann bis zu dem Hohen Kommissar auf dem Petersberg. Oder telefoniert, das war ja nun der oberste Kommandierende für die britische Zone, der Hohe Kommissar. Und dann um die Mittagszeit kam endlich das Telefon, aber nicht positiv, sondern es wird kein Transport angenommen. Da war eine tiefe Niedergeschlagenheit. Das gibt's gar nicht. Das sehen die Leute, die müssen doch, die können doch nicht einfach hier auf der Straße stehen lassen. Und nun muss man wissen, damals zum Empfang, da waren auch. Da war der Flüchtlingsminister, Alberts hieß der, Heinrich Alberts, der Flüchtlingsminister, der Lagerleiter. Die internationale Presse war, soweit man sie damals schon kannte, war dabei, auch von viele Pressekollegen aus Deutschland, die alle nun den ersten großen Transport der Operation Link empfangen wollten. Und nun ging das war aufregend da, die ganze Geschichte. Und das ist das Tragische oder das Entscheidende jetzt in der Geschichte, sagte der Flüchtlingsminister Alberts, wir holen die rüber. Er riss den Schlagbaum, persönlich den Schlagbaum hoch, der Lagerleiter Krause sprang auf den ersten Lastwagen und die donnerten Richtung Ahrenshausen, vier Lastwagen hinterher und drei Omnibusse. Und als die Briten das mitkriegten, rissen sie sofort den Schlagbaum wieder runter, Schluss, aus, jetzt geht es nicht mehr weiter. Aber inzwischen rollten die Lastwagen und Omnibus und brachten die Umgesiedelten hier zurück vor den Schlagbaum. Nun standen die da und wollten nun rüber. Und nun lud sich da die ganze Sache mit riesiger Spannung auf. Und dann kam das Tragische dabei, dass einer von denen vor lauter Anspannung oder sowas einen Herzschlag erlitt und tot umfiel. Und da brüllte der Lagerleiter oder der Minister, wollt ihr, dass noch mehr Leute sterben? Und da wurden die Briten dann auf einmal hellhörig. Das geht nicht. Und dann wurde der Schlagbaum hochgerissen. Und dann konnten die alle rüber und konnten ins Lagerfried dann gebracht werden. Aber nur durch diese Courage von dem Lagerleiter und von dem Minister. Und hinterher gab es ein großes Nachspiel. Das war diplomatische Verwicklungen natürlich, alles sowas. Und naja, und dann erstmal Stopp. Und der deutsche Lagerleiter wurde von den Briten bestraft mit einem Grenzverbot. Er durfte also nicht mehr an die Grenze. Das hat er aber gut verkraftet. Das war dann die Operation Link.